bin jetzt erfolgreich durch die Sicherheitskontrollen. Koffer ist auch schon abgegeben. Aufregung steigt. Das Wetter ist hervorragend und wir sitzen jetzt in so einer Art Straßenbahn und fahren ins City Center, weil wir zwei Nächte da ein Hotel haben. Wir sind jetzt in Bergen unterwegs. Gestern waren wir einfach nur noch müde von der langen Reise. Und ja, jetzt cruisen wir hier schön mit so einem blöden Scooter durch die Gegend und fahren mal Richtung Innenstadt, weil da gibt es ein schönes Restaurant zum Frühstücken. Mach. Wirklich gut. Köstlichen Frühstück. Haben wir uns jetzt für heute eigentlich nichts vorgenommen, außer dass wir hier mal schön durch Bergen durchlaufen. Und ja, so ein bisschen die Stadt erkunden, ein bisschen am Hafen rumlaufen. Wir sind jetzt hier in der Altstadt sozusagen, Brüggen. Früher war ja Bergen nur über Schiff erreichbar und da war sozusagen hier das Handelszentrum direkt am Hafen. Unser erstes norwegisches Bier getrunken, aber waren in einem Irish Pub, also war es eigentlich ein irisches Bier. Und genau, jetzt gehen wir uns noch was zu essen kaufen und dann wollen wir auf einen der 7 Berge, die um Bergen drum sind, hochlaufen. Also hier ist wirklich unglaublich, wie schnell man hier in Bergen von da unten, da sind wir eben losgelaufen von der Stadt, bis hier in herrlichster Natur sein kann. Da hinten ist der Ulriken, das ist der höchste von den 7 Bergen hier um Bergen drumherum. Genau, und wir machen uns jetzt hier schön leider kein Feuer. Hätten wir ein Feuerzeug dabei, könnten wir auch uns ein Feuer machen eigentlich, ne? Aber wir machen uns jetzt ein schönes Abendessen und genießen den Sonnenuntergang mit Blick da hinten auf die kleinen Inselchen und so weiter. So, mal ein kurzes Fazit nach 24 Stunden Norwegen. Also erstens, es ist sehr schön. Kann man ja hier schon sehen. Es ist wirklich unfassbar, wie schnell hier Stadt und Natur zusammenhängen. Ab morgen sind wir ja deutlich mehr in der Natur, deswegen heute noch mal ziemlich viel durch die Stadt gelaufen, aber das ist dann auch eine gute Stadt gewesen dafür, nämlich Bergen. Genau, ansonsten ist es wirklich so teuer wie gedacht. Wir haben heute 11,20 Euro für ein Bier bezahlt. Genau, und das Wetter ist wirklich unfassbar unterschiedlich. Also, dass es so schön ist heute, hätten wir niemals gedacht oder noch so schön wird. Sonne scheint und es ist 19 Uhr und es ist echt noch angenehm, obwohl wir jetzt schon eine Jacke anhaben. Heute Morgen zum Beispiel war es aber bewölkt und kalt und da hatten wir 2 Jacken übereinander an. Also es wechselt auch ganz schön. Genau, aber schauen wir mal. Heute wollen wir uns nicht beschweren, weil so traumhaftes Wetter wie heute könnte sein, dass wir das die ganze Reise nicht mehr haben. Mal gucken. Ist auf jeden Fall ein Traum gerade hier oben zum Sonnenuntergang zu sein, der erst in 4 Stunden ja, ansteht und dann auch eigentlich nicht wirklich stattfindet. Ich würde mal sagen, bis moin. So, wir sind jetzt schon im Besitz eines Autos. Da steht es. Mit Lotta. Und ja, jetzt sind wir gerade schon 1,5 Stunden in den Norwegen, in den Norden von Norwegen gefahren, so rum. Wir stehen jetzt hier schon mitten im Nirgendwo auf einem kleinen Parkplatz und machen eine kleine Pause. Das Wetter ist wieder hervorragend. Ja, und wie man im Hintergrund sieht, die Berge werden größer und größer. Und wir haben jetzt noch 5 Stunden Fahrt vor uns.
Und gleich kommt das erste Highlight, nämlich eine Fährfahrt. So, wir warten jetzt gerade das erste Mal auf eine Fähre hier in Norwegen. Sind ein bisschen aufgeregt. Mal gucken, jetzt fahren die Autos gerade von der Fähre runter, die gerade angekommen ist. Und wir fahren dann gleich drauf. Das wird spannend. Ja, also das geht ratzfatz hier. In 20 Minuten sind wir da schon drüben. Da gibt es auch schon richtig Vollgas hier. Heute gehen wir endlich richtig in die Berge, und zwar nach oben auf den Sachsa. Da wollen wir nachher draufstehen. Mal gucken, ob das funktioniert. Es sieht noch ein bisschen schneeig aus und ja, im Internet gab es jetzt keine Info, ob man hochkommt oder nicht. Aber wir versuchen es auf jeden Fall mal. Jetzt müssen wir schnell zur Fähre, weil die fährt in 20 Minuten. Los geht's. Sind nur 4,2 Kilometer, aber mit über 1000 Höhenmetern. Es muss ein steiler Weg werden. Aber es wird, glaube ich, unglaublich. Das Wetter ist unfassbar perfekt. Und allein hier unten haben wir jetzt schon eine halbe Stunde gestanden und nur geguckt und Fotos gemacht, weil es so schön ist. Da hinten von Säbö sind wir gekommen. Und einmal mit der Fähre nach da unten. Und jetzt sind wir die ersten 100 Höhenmeter hochgelaufen. Wahnsinn. Ja, und die norwegischen Wanderwege, die haben es echt in sich. Also smoothes Gehen ist hier nur immer mal 2 Meter, so wie hier möglich. Und dann kommt wieder irgendein Stein oder irgendwas, wo man rüber muss. So, wir sind uns nicht ganz sicher, weil das wurde als familienfreundlich gekennzeichnet, was die Norweger für Familien haben. Aber ich finde das ziemlich Knorke hier mit Stahlseilen und so lang zu laufen. Ist aufregend auf jeden Fall. So, auch das gehört in so ein Video. Wir haben jetzt eben abgebrochen, weil der Weg echt ziemlich krass wurde und eine Stahlseilversicherung nach der anderen kam. Die waren auch irgendwie, also da waren schon welche rausgeflogen, so Blompen, so Dinger in die Wand rein. Und da haben wir, oder habe ich dann gesagt, das mache ich nicht mehr. Und jetzt versuchen wir irgendwie hier wieder runterzukommen, was auch nicht ganz so einfach ist, weil der Weg so hyper steil ist. Genau. Wir melden uns mal, falls wir unten angekommen sind. So, mit diesem Blick haben wir uns jetzt hier schön in Urke immer noch hingewandert, was zu trinken und zu essen bestellt und gehen vielleicht gleich noch einen Berg hoch. Mal schauen. Jetzt probieren wir es heute nochmal, ein zweites Mal den Berg hoch. Diesmal über einen anderen Weg. Dann sind wir mal gespannt, wie dieses Mal die Wanderung verläuft. Das ist jetzt auf jeden Fall der offizielle Wanderweg und der ist hoffentlich ein bisschen besser in Schuss als der erste. Wir steigen hier wieder steil den Berg hoch. Diesmal ein wirklich gehbarer Weg. Allerdings ist es schon so, dass die Familienfreundlichkeit auch hier angezweifelt werden muss. Aber wir sind ja keine norwegische Familie. Deswegen, die sind glaube ich einfach krasser drauf. Eben hat uns auch eine Wanderin überholt. Wahrscheinlich Norwegerin. Die ist hier eher hoch gerannt als gewandert. Sah aber aus, als ob sie wandert. In 20 Metern sind wir bei der
ersten norwegischen Hütte. Hütte sieht schon mal sehr schön aus. Ausblick kann man machen. Nicht schlecht. Ja, Scholli, Scholli, das war ein krasser Tag. Wir stehen jetzt gerade wieder an der Fähre. Es ist schon 7:45. Die Fähre kommt gerade an. Und ja, nächstes Zwischenfazit. Norwegen ist einfach unfassbar schön. Also wirklich auch, was man hier schon wieder sieht, ist wirklich nochmal eine ganz andere Welt. Und zweites Zwischenfazit. Norwegens Wanderwege sind wirklich anders. Und die Norweger selber sind auch ziemlich wild drauf. Also wir haben heute beim Wandern Leute getroffen, die sind in einem Affenzahn den Berg hoch, und zwar Wege, die eigentlich keine Wege waren. Das war schon beeindruckend. Ja, in diesem Sinne, bis morgen. Mal gucken, was da wartet. Hallo, einen wunderschönen guten Mittag. Heute machen wir uns einen gemütlichen Tag. Haben uns jetzt hier so 200 Meter außerhalb vom Dorf an den Fluss gesetzt. So, wir gehen jetzt gerade wieder zurück zu unserem Hotel und Lotta macht dann noch einen kleinen Spaziergang, ich chill eine Runde und dann kommt heute Abend was richtig Cooles, da könnt ihr euch schon drauf freuen, oder eigentlich nicht ihr euch, sondern wir uns. Jetzt beim heutigen Highlight des Tages nicht mitmachen. Ich fühle mich irgendwie nicht ganz fit heute. Und Lotta ist jetzt gerade hinter mir in einer Sauna, direkt hier am Fjord. Und ich hatte mich eigentlich schon mega drauf gefreut, aber ja, will jetzt lieber kein Risiko eingehen, mich da dann noch stärker zu erkälten oder so. Und gönne meinem Körper heute mal ein bisschen Ruhe. So, wir haben jetzt einen großen Einkauf gemacht. Hier, das wird die Verpflegung für die nächsten Tage in der Hütte sein. Wir sind das erste Mal bei Kiwi gewesen, haben zwischendurch noch getankt und stehen hier in wunderschönster Natur auf so einem Parkplatz. Und jetzt geht's weiter, die letzten 2 Stunden bis zur Hütte. So, wir sind jetzt leider schon wieder auf dem Weg weg von Sabö und fahren heute nach Sundalsøra. Da haben wir dann 4 Tage eine kleine Hütte im Wald. Genau. Ja, und wir haben jetzt aber 5 Stunden Fahrt vor uns. Wird aber, glaube ich, eine ziemlich coole Fahrt, weil wir auch 2-mal mit der Fähre fahren und ziemlich viele coole Inseln sehen werden. Hoffen wir zumindest mal. We got time on our side, we're in a state of hope. I need you on my fire, I want you to know that every time you're away, I long for you. So, wir sind jetzt in Sundalsøra angekommen, beziehungsweise eigentlich sind wir sogar weitergefahren und wollen jetzt noch den 5. höchsten Wasserfall Europas oder sogar der Welt, ich glaube sogar der Welt, anschauen, den Vinungfossen, und laufen jetzt gerade hier durch und irgendwo da oben könnte man ihn vielleicht erkennen, wahrscheinlich durch die ganzen Blätter. Nicht wirklich, aber wahrscheinlich kommen wir jetzt gleich noch ein bisschen näher dran. Wahrscheinlich versteht man mich jetzt eh nicht, aber wir stehen praktisch mitten im Wasserfall. Und von da ganz oben, da ist ein Gletscher, fällt er sozusagen einmal komplett bis da unten ins Tal. Wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg zum Auto und dann fahren wir noch die letzten 20 Minuten bis zu unserer
Hütte, die wir für die nächsten 4 Tage haben. Gerade angekommen hier in Camp Groningkrona und ja, was soll ich sagen, es ist wirklich unglaublich. So sieht es aus. Da ist WC und Dusche und eine Sauna und das sind die 3 Hütten, die dazugehören. Unsere ist die mittlere. Hier ist die Aussicht. Hier ist also wirklich gar nichts los, mitten in der Natur. Und das hier, also da hinten, ist jetzt schon praktisch der Anfang vom Innerdalen. Das ist wohl das schönste Tal Norwegens, in dem wir hier sind. Zumindest wurde das mehrfach so betitelt. Deswegen sind wir auch hier. So, und jetzt zeige ich mal unsere Hütte. Hier kommt man rein. Mal Licht an. So, also ganz simpel. 4 Betten, da hinten kleine Küche, was zum Sitzen und das Wichtigste, ein kleiner Ofen. Soll nämlich die nächsten Tage auch mal nicht so gutes Wetter werden, dann machen wir uns das da schön gemütlich mit Ofen und so weiter. Lotta und ich haben jetzt gerade lecker gegessen und jetzt genießen wir den Abend mit Feuerchen und einer wirklich hervorragenden Aussicht hier in unserer Behausung für die nächsten 4 Tage. Ist wirklich sehr, sehr schön hier. Und morgen gehen wir irgendwo da hinten auf den Berg. Schönen guten Morgen. An Tag 2 hier im Camp Groningkrona, so wird das genannt. Weil der Berg da oben, das ist der Groningkrona. Genau, und wir haben jetzt gerade hier schön gefrühstückt und machen uns jetzt gleich fertig für eine Wanderung und ich glaube, ich mache jetzt hier mal eine Runde Yoga, um ein bisschen in den Tag rein zu starten. Deswegen sind wir hierher gekommen. Dieser Gipfel, den ihr jetzt gleich sehen werdet, der sieht wirklich unfassbar cool aus. Auch wirklich deswegen ist das hier eines der schönsten Täler Europas, sagt man zumindest. Und das ist der Blick. Also da unten, das heißt Innerdalsvatnet. Hier angekommen an der ersten kleinen Bergfarm, die existiert schon seit über 120 Jahren. Aber hier mal zu sein, allein wie sich das hier anfühlt, mit den kleinen Hütchen, mit dem Innerdalstarnet hier im Hintergrund, ist wirklich unfassbar. Ja, ist einfach wunderschön. Wir laufen jetzt gerade an der Innerdalshütte vorbei. Wir vermuten, das ist so eine Art DAV-Hütte auf Norwegisch. Und hier wird die Saison noch vorbereitet. Hier ist noch kein Betrieb. Deswegen kriegen wir auch hier kein
essen oder trinken oder so. Aber so langsam werden die Wege schöner und anspruchsvoller. Und ich weiß nicht, ob es zu erkennen ist, wahrscheinlich schon. Da drüben ist ein fetter Wasserfall, über den wir glauben, wir nachher rüberlaufen. Schauen wir mal. So, wir sind jetzt von den einfacheren Wegen abgekommen und laufen jetzt hier über so Steinplatten. Und da drüben, das wird richtig cool, da haben die Norweger so ein, ja, so Holzwege gebaut, weil es doch relativ sumpfig hier ist. Genau, ja, und es ist einfach wirklich ein Traum hier, dieses Teil. Sieht so unfassbar schön hier aus. Der Hammer. Wetter ist ein bisschen schlechter geworden, deswegen haben wir uns ein bisschen mehr eingepackt. Aber es soll am Nachmittag wieder die Sonne rauskommen. Also hoffentlich kein Regen. So, hinter uns scheint jetzt eine alte Siedlung zu sein oder ein kleines Häuschen. Und da machen wir jetzt Mittagspause. Aber vorher will ich einmal hier gucken, weil wir nähern uns jetzt schon dem Wasserfall, und guckt euch das mal an. Wir sind jetzt weitergewandert und stehen jetzt praktisch direkt am Wasserfall. Nach oben müsste man ihn noch besser sehen, da hat er eine richtige Fallhöhe. So, wir stehen jetzt praktisch direkt neben dem Wasserfall. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Kamera rüberkommt, aber es ist wirklich unglaublich hier. Mittlerweile sind wir so hoch gewandert, dass hier auch noch Restschnee liegt. Man sieht hier generell, dass der Schnee wirklich erst vor wenigen Wochen geschmolzen sein muss, auch hier auf dem Trail. So, irgendwo von ganz da hinten sind wir einmal hier durchs Tal und dann irgendwo da hochgekommen. Und jetzt stehen wir praktisch hier am Start vom Wasserfall und wollen jetzt noch ein bisschen weiter höher laufen, müssen aber jetzt mal gucken, weil wir schon durch ordentlich Schneefelder gelaufen sind. Und je nachdem, wie die aussehen, lassen wir das heute. Aber wir gucken jetzt mal. Hier am riesigen zugefrorenen See angekommen, in so einem Hochteil hier. Da ist der Gipfel, wegen dem wir heute hier hochgelaufen sind. Jetzt sind wir schon deutlich näher als am Anfang und theoretisch kann man da auch irgendwie hoch. Praktisch ist das heute wahrscheinlich keine so gute Idee. Genau, und wir laufen jetzt gleich wieder hier über die kleinen Schneefelder zurück und da runter ins Tal rein. Wir sind jetzt schon aus dem Hochtal raus und jetzt geht es langsam nach unten. Und da ganz hinten kann man es vielleicht erkennen, da ist so ein gelber Punkt. Da ist das Feld, von dem wir gestartet sind. Und da müssen wir jetzt auch noch wieder hin zurück. Wir haben jetzt doch allein für den Hinweg haben wir fast 4,5 Stunden gebraucht. Das bedeutet, für den Rückweg, ja, wahrscheinlich noch mal so 3 Stunden. Eine ganz schön knackige Wanderung hier. Ja, das Wetter ist jetzt richtig schön geworden. Das heißt, wir werden gleich auch wieder den Grill anschmeißen und eine Spezialität ausprobieren. Aber erstmal müssen wir noch ungefähr 4 Kilometer
nach Hause laufen, also zum Auto laufen. Und ja, wir sind mittlerweile schon fast 7 Stunden unterwegs. Jetzt reicht es auch mal langsam mit der Wanderei. Ein allerletzter Blick auf dieses wunderschöne Tal. Und jetzt geht's zum Abendessen. Wir sind jetzt zurück im Camp. Da ist unsere Hütte. Und ja, heute sind wir komplett alleine. Gestern waren noch eine Vierergruppe in der Hütte nebenan. Und ich mache jetzt gerade schon ein Feuerchen. Dann gehen wir noch schnell duschen. Und dann versuchen wir mal Pizza auf dem Grill hier zu machen. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wir haben richtig Bock auf Pizza und probieren das einfach mal. Frisch geduscht, liegt die erste Pizza auf dem Ofen, auf dem Grill. Wir sind sehr gespannt, ob das funktioniert. Wenn nicht, wird es schwierig, weil wir haben beide richtig Hunger. Schauen wir mal. Ich hab jetzt die Glut da unten so ein bisschen verteilt und hoffe, dass die Flammen nicht zu hoch gehen, aber es sieht im Moment ganz hervorragend aus. Jetzt gucken wir mal, was das Ergebnis ist. So, Pizza ist fertig. Und es schmeckt richtig gut. Wir lassen uns jetzt gut gehen. Genießen noch den Abend hier am Feuer. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Good morning in the morning. So, ein weiterer wunderschöner Tag. Und wir machen uns jetzt gerade Frühstück. Wir sind immer noch alleine. Und das Wetter ist traumhaft. Wir fragen uns schon so, wann kommt das schlechte Wetter. Wir sind jetzt heute noch ein paar Kilometer aus unserem Tal rausgefahren. Und steuern jetzt gerade diese Halbinsel da an. Wir wissen nicht genau, wie sie ausgesprochen wird, irgendwie Fleurieu-Ja oder so. Und genau, da wollen wir heute ein bisschen die Insel angucken. Da gibt es antike Gräber bis in die Wikingerzeit zurück. So, wir laufen jetzt gerade hier wieder wirklich durch traumhafteste Natur. Wir sind jetzt schon auf dem zweiten Teil der Halbinsel. Ja, und suchen uns jetzt einen schönen Platz, wo wir vielleicht am Fjord oder so abhängen können. Wir sind jetzt am südlichen Ende der Halbinsel angekommen und hier neben uns, vermuten wir, das ist nämlich nicht ganz klar gekennzeichnet, ist ein relativ großes Wikingergrab gewesen. Da wurde sogar ein gesamtes Wikinger-Schiff gefunden und auch ein Mann, der dort ja, vergraben. Am Fjord schön Mittagspause gemacht und ein bisschen entspannt. Und jetzt laufen wir noch einmal komplett um die Insel rum. Und es ist wirklich ein Traum, wie schön die Wege hier sind. Richtig cool, die Norweger bauen da überall so kleine Feuerstellen hin, die jeder nutzen kann. Und ja, irgendwie funktioniert das offensichtlich auch ganz gut, weil die Stellen, die wir jetzt hier auf der Insel gesehen haben, die sind alle vollkommen gut intakt. Wäre cool, wenn das in Deutschland auch funktionieren würde, so ein Konzept. Mittlerweile wieder zurück im Camp. Das Feuer brennt, wir haben schon lecker Salat gegessen und ja, das war's auch für heute schon wieder. Bis morgen. Ein letzter Blick auf Camp Groningkona und jetzt geht's leider oder vielleicht auch Gott sei Dank weiter. Es war richtig cool hier die 4 Tage,
Ich würde am liebsten hier bleiben. Aber jetzt geht's weiter nach Oppdal und da wird es bestimmt auch cool. Jetzt erstmal 3 Stunden durch Norwegen. Nach 3 Stunden gemütlicher Fahrt übers Land sind wir jetzt in Oppdal angekommen. Wir stehen jetzt hier mitten im Dorfzentrum oder Stadtzentrum. Das ist hier schon eine große Stadt in der Gegend. Man sieht aber direkt, es ist hier schon relativ bergig. Also da ist direkt der nächste Berg und Oppdal liegt auch relativ hoch. Von daher ist es auch ein bisschen frischer als im Camp Dronningkrona, wo wir herkommen. Und ja, wir gehen jetzt mal Mützen kaufen. So, wir haben jetzt mittlerweile einmal Oppdal abgelaufen. Irgendwie besteht das aus einer großen Straße und ziemlich guten Sportläden. Deswegen habe ich mir jetzt auch mal direkt eine neue Brille gekauft. Die brauchte ich eh, weil die Norweger alle so rumlaufen. Und ich habe mir auch eine Mütze gekauft, so wie geplant. Weil die brauchen wir auch die nächsten Tage, weil hier wird es richtig kalt. Genau, und heute ist jetzt nicht mehr viel angesagt. Wir gehen jetzt ins Hotel zurück. Da vorne dieses graue Ding, das ist unser Hotel. Genau, und dann machen wir uns noch einen gemütlichen Nachmittag, weil morgen geht es schon früh raus. Ja, offensichtlich nicht. Wir haben jetzt zwar einen Moschusochsen relativ nah gesehen, der war aber nicht gut zu filmen. Deswegen gibt es hier mal ein Moschusochsenhaar, weil die werfen gerade ihr Winterfell ab. Und das hängt hier überall in der Gegend rum. Bis jetzt haben wir leider noch keinen weiteren Moschusochsen gesehen. Aber die Landschaft ist hier auch wirklich ein Traum. Also schon deswegen lohnt es sich, hier zu sein. Und vielleicht haben wir ja noch Glück. Wir haben jetzt 2 Moschusochsen gesehen. Es war nur von sehr weitem, aber es war trotzdem ziemlich cool, weil die sich gar nicht von uns stören lassen. Einfach in Ruhe, also wirklich ganz in Ruhe weiterlaufen. Das ist schon ziemlich cool. Und jetzt sind wir hier auch in sehr coolem Gelände, habe ich so noch nie gesehen. Über der Baumgrenze mit Schnee. Richtig schön hier. So, nächster Tag bricht an. Ist relativ früh heute, weil wir heute schon mal 40 Minuten fahren, bis wir an einem ganz bestimmten Ort ankommen, wo wir nämlich heute was richtig Cooles machen. Aber dazu gleich mehr. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu unserer heutigen Destination und jetzt hat Lotta hier von der Straße aus hoffentlich einen Moschusochsen gesehen, der direkt hier am Fluss sitzen soll. Ich weiß nicht, ob es zu erkennen ist, aber er liegt direkt da drüben. Also, richtig cool, der chillt hier einfach in Ruhe. Scheint zu verdauen oder was auch immer. Richtig cool. Wahrscheinlich hat man es auch im Video eh nicht sehen können, aber da war jetzt tatsächlich eine Moschusochsenmama mit ihrem Baby im Gebüsch. Richtig cool. Ja, und war gut, dass wir auf der Seite geblieben sind. Ich wollte da schon reintrampeln, aber Lotta hat dann Gott sei Dank gesagt, lass mal auf der Seite bleiben. Weil mit dem Baby, da hätte die Mama wahrscheinlich uns mal weggerumst. Wir haben die Pferde jetzt gerade geparkt und machen jetzt eine Pause und bis jetzt ist es echt richtig cool. Also macht richtig Spaß, die Landschaft ist ein Traum und mein Pferd ist zwar, isst gerne mal was, aber ist super gemütlich. Dark, every corner of these woods is hollow. I can't see in the dark. Where are you? Where are you? Wir sind jetzt wieder zurück hier am Hof. Es war wirklich ein richtig cooler Tag. Und jetzt gerade noch die Pferde in die Freiheit entlassen und jetzt wieder da hinten auf der Wiese. Vielleicht sieht man es sogar im Hintergrund. Und ja, wir fahren jetzt mal langsam weiter.
Aber das war heute richtig, richtig cool. Von den Islandpferden zum Fjord einen Stopp gemacht in Lohm. Zum einen um Eis zu essen, zum anderen um Kaffee trinken. Und wir gucken uns jetzt noch eine Stabkirche an. Kirche, so, eine Stabkirche. genau, weil das ist ja ganz bekannt für die nordischen Länder. Und wir haben es ehrlich gesagt noch nicht gesehen und wir laufen gerade schon drauf zu und es sieht wirklich extrem cool aus. Also ich bin ja überhaupt nicht gläubig oder sonstiges, aber das Gebäude an sich ist wirklich jetzt schon sehr, sehr schick. Das zeigen wir euch jetzt mal. Stabskirche einmal abgecheckt und jetzt geht's weiter. Und in 2 Stunden circa sind wir am nächsten und letzten Ziel unserer Reise angekommen. Wir fahren hier schon jetzt seit einer Stunde durch eine Landschaft, die ist wirklich ja, atemberaubend, sowas haben wir noch nie gesehen. Wir sind jetzt hier relativ hoch, auf 900 Meter ungefähr. Ja, und hier ist noch fast alles Eis und Schnee. Das Licht ist gerade traumhaft. Richtig cooler Ort hier. Prost! So, wir sind jetzt endlich angekommen. Es war wirklich eine ziemlich anstrengende Fahrt am Ende, weil wir beide ziemlich müde waren und irgendwie war die Hütte nicht so einfach zu finden. Also selbst Google Maps kannte das hier nicht wirklich und Airbnb hat uns da auch nicht wirklich weitergeholfen. Aber gut, wir sind jetzt hier, wir haben ein Bier und ich zeige mal ganz kurz die Hütte, die ist nämlich richtig cool. Also erstmal, das ist unser Ausblick. Ich kann ja mal kurz hier Fenster aufmachen. Es ist zwar jetzt gerade schlechtes Wetter, aber ja, wir haben direkt einen Fjordblick. Das Coolste ist, ich habe schon Feuer gemacht. Genau, das ist unsere Küche und Wohnraum und so weiter. Da hinten sind noch 2 Schlafzimmer. Ist eigentlich viel zu groß für uns hier, aber das wussten wir vorher, dass das eigentlich für 4 Personen ist. Aber mein Mehrplatz ist besser als zu wenig. So, wir machen uns jetzt einen schönen Abend, erholen uns von der Fahrt und von der Reiterei und von den Moschusochsen, die wir heute Morgen gesehen haben. Aber es ist schon richtig viel passiert heute. War ein mega cooler Tag und jetzt wird Bier getrunken und später geschlafen und morgen sehen wir uns wieder. So, heute ist tatsächlich bis jetzt noch nicht viel passiert. Wir haben nach dem anstrengenden Tag gestern mit sehr vielen Eindrücken mal wirklich einen Pausentag gemacht, wo wir mal nichts gemacht haben. Das ist das erste Mal seit wir hier angekommen sind eigentlich. Und jetzt haben wir aber gedacht, nutzen wir die Stunden, die es nicht regnen soll und laufen mal da hinten irgendwo rein nach Olden und gehen was einkaufen und schauen uns hier die fetten Schiffe an, die da unten im Fjord ankern. So, wir sind jetzt 1 Kilometer gelaufen und da unten ist jetzt Olden und das ist das Tal von Olden, wo wir auch jetzt in den nächsten Tagen 1-2 Mal reinfahren, um uns Gletscher anzuschauen und sowas. Sieht auf jeden Fall jetzt schon, muss man sagen, ziemlich, ziemlich cool aus. Ja, freue ich mich auf die nächsten Tage. Die Gegend hier
ist nochmal komplett anders als das, was wir hier jetzt schon gesehen haben. Wird, glaube ich, ziemlich spechelig. Geht's endlich wieder in die Berge und ja, wir hoffen, dass das Wetter noch ein bisschen besser wird. Heute hier ist es jetzt, wir haben jetzt gerade mal gestoppt, weil hier sieht so mega cool aus, wie die Wolken jetzt gerade in den Bergen drin hängen und hier in Lohn am Hafen sind so Bootshäuser, das ist richtig schön. Genau, wir gucken jetzt mal, wir haben eine kleine Wanderung heute vor, wie da es ist, ob wir überhaupt was sehen. Oder ob wir nur Wolken sehen, es wird auf jeden Fall schön, nehme ich an, so wie immer in Norwegen. Wir sind jetzt an unserem Startpunkt der Wanderung angekommen. Eigentlich dürfen wir schon hier bleiben, weil die Aussicht hier ist wirklich der Hammer. Wir sind jetzt in Bjelle und wandern jetzt irgendwo da hoch zu einem alten Berghof. Nach knapp einem Kilometer sind wir jetzt schon am ersten Highlight. Nämlich am Glumnisfossen, also dem Wasserfall, den wir eben schon gehört haben. Den schauen wir uns jetzt mal an und dann geht es weiter zu unserem eigentlichen Ziel. Da ist der Wasserfall. Ganz schön nass hier. Weiter aufgestiegen. Irgendwo da hinten haben wir geparkt und ja, hier hat jemand eine Picknickbank hingestellt. Der Mensch hat auf jeden Fall Ahnung, weil ich glaube, das ist mit das coolste Panorama, was wir bis jetzt hatten. So, wir sind jetzt an unserem ersten Etappenziel angekommen, Segestad. Und die haben sich das, glaube ich, hier ganz gut überlegt, wo die den Bauernhof hinbauen. Der Ausblick ist hier schon unglaublich. Euch mal hier die Landschaft an. Wir sind jetzt richtig tief ins Tal reingelaufen und ja, hier ist praktisch nichts mehr, außer da drüben die Brücke, über die laufen wir gleich drüber, um dann irgendwie da wieder zurückzulaufen. Wir haben mal wieder wunderschöne Berghütten gefunden. Das können die Norweger irgendwie ziemlich gut. Also wenn jemand so eine zu verkaufen hat, ich hab da zwar kein Geld, aber ich kaufe sie trotzdem. So, wir sind jetzt zurück am Auto und ja, Wetter ist, wie man sieht, nicht mehr so geil. Deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg zum Nationalparkzentrum und schauen uns das mal an. Mittlerweile wieder in unserer Hütte angekommen. Das Feuer brennt schon schön und wir machen uns jetzt gemütlich und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao!
heute ist ein ganz besonderer Tag, weil wir heute einen Gletscher besuchen gehen, den Kjendalsbreen. Wir sind jetzt schon hier sehr weit in ein Tal reingefahren mit dem Auto und laufen jetzt hier so einen kleinen Pfad lang. Da oben mehrere Wasserfälle. Hier läuft ein herrlicher Fluss lang, der wahrscheinlich auch durch den Gletscher gespeist wird. Das schauen wir uns gleich mal an. Und ja, da vorne kann man es vielleicht durch die Bäume schon erahnen. Ist jetzt auch keine riesige Wanderung, sondern eher ein kleiner Spaziergang dahin. Und ja, ich bin jetzt mal sehr gespannt, weil so richtig nah bin ich dem Gletscher auch noch nie gekommen. Ich habe schon viele gesehen, aber direkt daneben, ich weiß nicht, ob man das gleich sehen kann, habe ich noch nie gestanden. Wir stehen jetzt am letzten Punkt des offiziellen Weges mit wirklich krassem Blick auf den Gletscher. Aber man sieht schon auch, wie klein der geworden ist in den letzten Jahren, weil der überall diese Abbruchkanten hat. Und wahrscheinlich hätte er irgendwann mal vor tausend oder Millionen Jahren hier ins Tal reingelagert. Aber auch das ganze Tal, also ich drehe mich jetzt mal 360 Grad. Schon sehr beeindruckend. Überall Wasserfälle. Wir laufen jetzt noch mal ein bisschen näher an den Gletscher dran, damit wir vielleicht noch ein bisschen mehr sehen. Aber so richtig hoch werden wir wahrscheinlich nicht kommen, weil das dann eher Klettern bedeuten würde. Ich weiß nicht, ob man mich noch versteht, weil irgendwie je näher wir dem Gletscher kommen, desto windiger wird es. Ja, wir sind jetzt hier fast am Fuß des Gletschers. Da sieht man jetzt die Gletscher, die wirklich runterkommen. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir überhaupt noch hier weiterkommen. So, für uns geht es nicht mehr weiter. Hier ist ein fettes Schneefeld und wenn man das hier unten sich anschaut, dann will man da nicht unbedingt weitergehen, aber trotzdem war es faszinierend hier. Man merkt ja auch so richtig, wie mächtig hier alles ist. Das Wasser da unten, das ist wirklich krass, was da durchläuft. Hier sind überall Wasserfälle, da hinten ist einer, da ist einer, da oben mehrere. Aber es ist einfach nur gewaltig hier. Wir stehen jetzt hier auf dem Parkplatz mit dem Auto. Da hinten ist der Gletscher noch zu sehen, in weiter Ferne. Und wir sind jetzt praktisch am letzten Ufer des Sees Lovatnet, der hier im Tal Lodalen durchläuft. Die Seefarbe ist wirklich unfassbar schön. Ganz türkis, super klar. Wir haben jetzt mal das Terrain gewechselt, sind jetzt auf dem Wasser unterwegs. Wir haben jetzt ein cooles Kanu hier am Start. Von da hinten sind wir losgestartet und sind jetzt schon immerhin 100 Meter weit gekommen. Irgendwo da hinten fahren wir gleich rein und dann fahren wir auf den großen Teil des Sees sozusagen. Genau, und wir gucken mal, dass wir da auch an dem Wasserfall vorbeikommen. Wir nähern uns langsam dem Wasserfall. Da ist er. Ist angeblich der 11. schönste Wasserfall der Welt. Also die Norweger, die haben hier richtig Wasserfallsammlungen gemacht. Wir sind da ja schon an einigen schönsten, größten, höchsten Wasserfällen hier vorbeigefahren. Ist auf jeden Fall imposant hier. Ein paar Minuten sind wir wieder an unserer Anlegestelle da vorne angekommen. Es war richtig cool, hier mit dem Kanu durch die Gegend zu tuckern. Und gleich fahren wir dann wieder mit dem Auto in die Richtung zurück aus dem Tal und gucken mal, ob wir noch was machen oder einfach nach Hause fahren. So, wir haben jetzt nochmal hier am See angehalten. Die Straße ist relativ eng und gerade gab es hier vor uns schon ein Problem mit Kühen, die über die Straße gelaufen sind. Und ja, also neben dem See, der einfach, weiß nicht, ich hoffe, das kommt auch im Video rüber, unfassbar schön ist, ist jetzt da hinter uns noch ein Wasserfall, der wieder unglaublich aussieht. Also einfach wunderschön hier. Wir sind jetzt, nachdem wir die Kühe beobachtet haben, wie sie zurück in ihre Weidegründe gezogen sind,
sind wir noch mal ein bisschen weiter gelaufen und sind jetzt hier in so einem kleinen Dörfchen gelandet, wo so alte Hütchen stehen, direkt am See. Also wieder unglaublich schön anzuschauen, mit schön bewachsenen Dächern und perfektem Blick hier auf den türkisenen See. So, bei wunderbarem Wetter haben wir jetzt noch ein Eis gegessen. Und ja, jetzt fahren wir komplett aus dem Tal raus. Da ist noch einmal ein letzter Blick auf den Lovatnet. Und genau, dann sind wir in 10 Minuten wieder zu Hause. Ja, es ist ja leider der letzte Abend hier in Olden. Und irgendwie meinte es das Wetter aber nochmal sehr, sehr gut mit uns. Und es ist jetzt gerade fast 9:30. So sieht das hier um 9:30 im Sommer in Norwegen aus. Und wir genießen bei circa 17, 18 Grad noch ein bisschen die Sonne auf unserer Terrasse. Es ist wirklich schön hier. Nächster Morgen. Und leider müssen wir jetzt Abschied nehmen von unserem Holzhäuschen. Mit diesem traumhaften Blick über den Fjord. Ja, wir haben jetzt noch einen Stopp. Erstmal geht's noch da ins Oldedalen rein. Da machen wir noch eine Wanderung zu einem Gletscher. Und dann fahren wir weiter nach Brekke. Und das ist dann praktisch schon leider unser Vorstopp vor dem Abflug. Aber da denken wir jetzt noch nicht dran, sondern freuen uns auf den Gletscher. So, wir sind jetzt schon tief im Oldedalen drin und ja, hier ist es schon wieder ein Traum. Also da hinten kommt ein richtig fetter Wasserfall runter. Hier ist der Oldevatnet. Ich würde sagen, nicht ganz so schön die Farbe wie gestern der Lovatnet, aber das kann auch das Licht sein. Und da hinten ist schon der erste Gletscher zu sehen. Und es ist irgendwie wieder nichts los. Hier unten gibt es so Glamping-Möglichkeiten, da scheint aber auch noch niemand zu wohnen. Und als wir hier reingefahren sind, ist uns auch niemand entgegengekommen. Und wir haben wieder perfektestes Wetter, wirklich unglaublich. Wir sind jetzt angekommen an unserem Startpunkt, beziehungsweise sind jetzt schon weitergelaufen. Da unten steht unser Auto. Wir haben hier an so einem kleinen Hof geparkt und jetzt laufen wir zum sogenannten Brendalsbreen. Das ist einer von zwei Gletschern, die man hier erreichen kann in dem Tal. Der bekannteste ist der Briksdalsbreen. Der ist schon da vorne zu erkennen. Den haben wir uns aber für heute nicht vorgenommen, weil da oft die ganzen Kreuzfahrtschiffe hingekarrt werden. Und wir sind jetzt heute die einzigen hier auf der Wanderung. Wir sind jetzt auf den Brendalen angekommen. 250 Meter über Null. Da hinten ist schon wieder der unglaubliche Wasserfall. Da hinten ist der Briksdalsbreen und da ist der Brendalsbreen. Da gehen wir gleich rein. Und da hinten liegt der Oldevatnet. Der See, an dem wir eben hier ins Tal reingefahren sind. Wir haben jetzt noch
geguckt, was das hier eigentlich für ein süßes Hütchen ist. Und das gehört wohl zu dem Hof, von dem wir unten im Tal gestartet sind. Und das Coole ist, die Familie hat gesagt, man darf hier reingehen. Also die Tür ist unverschlossen. Und da sieht man mal, wie so eine Hütte früher, beziehungsweise offensichtlich heute noch immer, so ausgesehen hat. Total simpel. Kleiner Ofen, bisschen Feuerholz, gemütliches Bettchen. Hier sind so ein bisschen die Küchenutensilien. Toilettenpapier, ganz wichtig. Genau, gedämmt ist mit irgendeiner komischen Wolle. Ich glaube nicht. Mit Schafswolle. Weiß man nicht. Ist auf jeden Fall richtig schön, hier mal reinzugucken. Jetzt schon eine halbe Stunde oder so durch so ein wunderschönes kleines Wäldchen hier direkt am Fluss, und jetzt gleich kommen wir hier raus auf die Fläche, das wahrscheinlich früher mal der Gletscher komplett bedeckt hat. Jetzt aus dem Wald raus und hier im Gletscherfeld sozusagen gelandet. Hier kommt Gletscherwasser runter, da oben kommt ein richtig fetter Wasserfall, und direkt vor uns ist der Brendalsbreen-Gletscher. So, ein letzter Blick auf dieses unfassbar krasse Tal. Schon gewaltig, was hier an Natur unterwegs ist. Wir sind halt jetzt, glaube ich, auch zu einer richtig coolen Jahreszeit da, weil jetzt kommt hier natürlich gerade richtig viel Gletscherwasser runter, und also die Farbe ist richtig schön, dieses Gletschersediment. Schon schön hier. Ja, manchmal wünschte man sich doch, man wäre ein Schaf. Hier, die haben hier zu essen ohne Ende, haben den besten Ausblick, wohnen im schönsten Tal aller Zeiten. Da würde man doch gerne Schaf sein. So, wir sind jetzt zurück im Tal, hier an unserem Bauernhof, wo wir gestartet sind. Da hinten irgendwo steht unser Auto. Ja, und das war jetzt leider die letzte richtige Wanderung in Norwegen. Aber gut, wir haben gerade schon gesagt, wir kommen nochmal wieder. Mal gucken, wohin dann und was wir da genau machen. Aber es war, ohne jetzt schon ein Fazit ziehen zu wollen, wirklich richtig, richtig krass hier. Wir sind jetzt 4 Stunden nochmal gefahren und jetzt auf der letzten Fähre Richtung Brekke haben wir heute nochmal einen letzten Zwischenstopp. Und hier ist Lotta. Da ist die zweite Fähre, die gerade hier rüber fährt, und wir fahren, keine Ahnung, irgendwo da drüben hin. Schauen wir mal. Wir haben den Norwegen. Wir sind nochmal direkt im Fjord untergebracht. Kleines süßes Zimmer, Fjordhotel. Ja, und wir duschen uns jetzt noch und dann gehen wir noch einmal lecker zur Feier des Tages sozusagen essen. Das haben wir nämlich sehr selten gemacht, weil es einfach nicht ganz so günstig ist. Und ja, dann machen wir uns noch einen schönen Abend, und morgen geht's leider wieder nach Hause. Aber wir kommen wieder. Wir sind jetzt mittlerweile im Flughafen in Bergen. Die Sachen sind alle eingecheckt und in 2 Stunden geht der Flug. Norwegen ist jetzt genau 6 Wochen her. Der Film hinter mir wird langsam fertig. Ich bin fast fertig mit dem Schnitt. Und ja, allein das Schneiden hat es schon wieder so viel Spaß gemacht, weil ja, als Fazit, Norwegen ist einfach ein wirklich sehr, sehr cooles Land. Gerade wenn man irgendwie die Natur mag, wenn man es mag, draußen zu sein, wenn man es mag, viel alleine in der Natur unterwegs zu sein, wenn man es mag, sich anzustrengen, weil Norwegen ist immer anstrengend gewesen, ja, dann
muss man einfach mal in Norwegen gewesen sein. Und ja, es war schon ein Traumurlaub, muss ich sagen. Wir werden auf jeden Fall nochmal zurückfahren, fliegen, wie auch immer. Hoffentlich vielleicht dann nochmal für eine längere Zeit, weil ja, es gibt einfach sehr, sehr viel da noch zu entdecken. Es war wirklich so, jede Kurve, die wir rumgefahren sind, war dann irgendwie ein neuer Abschnitt vom Fjord oder ein neuer cooler Berg, ein Wasserfall, was auch immer. Ja, war einfach traumhaft und ja, ich hoffe, ihr habt es bis hierhin geschafft, über eine Stunde den Film anzuschauen. Wenn ja, freut mich sehr, lasst mal einen Daumen nach oben da oder folgt dem Kanal. Wenn nein, auch nicht schlimm, dann kriegt ihr das hier auch nicht mit. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Film. Ciao.